und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ich weiß gerade die ganze Zeit nicht, was das hier für ein komischer Schatten ist. Immer wenn ich nach oben gucke, ist es weg. Und wenn ich hier stehe und was sagen will, dann ist der Schatten wieder da. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir kommen hier einfach nicht weiter. Das Ding da unten habe ich ja auch schon gemacht, glaube ich, oder? Das ging, glaube ich, nicht weg, soweit ich mich erinnern kann. Ja, das sind auch zwei. Moment, kann man die hintereinander vielleicht machen? Ah, jetzt sag mir bitte nicht, dass das mein Fehler war. Moment, Moment. Ja, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte das doch nur holen. Nein, ist das jetzt euer Ernst? Müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Oh. Rechne mit Widerstand. Klar. Ah, oh, ist das jetzt euer Ernst? Ich war ernsthaft so dämlich und habe das nicht gesehen. Ich wollte eigentlich jetzt mit euch in der Folge nochmal drinnen gucken. Beziehungsweise gucken, ob ich hier draußen irgendwas anschießen kann. Ja, das hat sich dann damit quasi erledigt. Ist nicht dein Ernst. Aber wie geht's jetzt hier weiter? Haben wir hier wieder was zum Leuchten? Kann ja sein, dass die mich jetzt schon wieder veräppeln wollen, ja? Hier geht's nicht weiter. Er guckt sich das hier an, aber... Achso, Moment, hier ist was. Ach, okay. Ich sehe auch manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich merke das schon. Mach dich bereit! Dreh dich bloß nicht um. Bereit, Vater! Bin bereit, wenn du es bist. Wo ist der? Oh. Ah! Was ist das? Wie tötet man etwas aus Stein? Keine Ahnung. Was ist sein Wunderpunkt? Ich weiß es nicht. Okay, das war es offensichtlich nicht. Ich bin bereit. Der Rücken vielleicht, oder? Okay, der ist es auch nicht. Ach, wahrscheinlich oben. Oder? Das Gesicht irgendwie? Auch nicht. Ach du Scheiße, was soll ich denn machen? Wegen einem freigelegten, vergessenen Herzensschaden. Ach. Kann das sein? Ja! Du hast ein Stück abgeschlagen! Ha. Das können wir gegen ihn verwenden! Das Stück, oder was? Ah. Oh nee, komm! Komm, weich aus. Oh, willst du mich jetzt veräppeln? Auch. Lauf, 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 lauf. Ja.
Halte Wache, Junge. Okay, genau, halte Wache. Ich muss mal eben die Sachen einsammeln. War aber trotzdem gut, dass wir die letzte Folge pausiert hatten, weil wir jetzt hier den Bosskampf noch hatten. Wobei, na gut, so lange hat er jetzt auch nicht gedauert. Aber ich weiß ja nicht, wie lange das hier noch weitergeht. So, leichter Runenangriff. Ist es hier? Abklingzeit. Ach so, das muss ich kaufen, ne? Okay. Da hinten haben wir noch was, wobei das alles nur Gesundheit ist, glaube ich. Eigentlich ist das Blödsinn. Ich weiß aber nicht, ob man sich überheilen kann. Obwohl, da ist noch Hacksilber bei gewesen zumindest. So, was machen wir jetzt hiermit? Klatschen wir weg. Oder auch nicht. Vater, zieh mal Augen. Du frierst dir zuerst ein. Gut. Ja, die Hauptbrücke ist wieder da. Suchen wir einen Weg nach oben. Hoch zur Ringtempelbrücke. Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Nee, ne? Okay. Er läuft jetzt hier rum. Ich habe gerade die Orientierung irgendwie verloren. Moment, was ist da unten? Das leuchtet so komisch. Ah, jetzt können wir das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Ja, vielleicht werden wir aber auch angegriffen. Mal sehen. Okay, vielleicht werden wir auch oben erst angegriffen. Hab ich da jetzt ein Messer im Rücken steckt? Die blaue Tür, wir sind da! Yay! Ach, das... Ah, okay. Das heißt, wir waren hier unten drunter. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Ich find's cool. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Die Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Und keine Hexe dabei. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Klopf doch am besten noch freundlich an. Vielleicht machen sie die ja auf. Och nee. Ich weiß ja, dass rechts... Mehr von diesen Glocken. In der Nähe muss eine Nordentruhe sein. Ja. Ich weiß. Okay. Da oben ist eine Rune, hier ist eine Rune. Beziehungsweise Glocke, wie auch immer. Denn hier noch eine dritte? Ich befürchte, dass die vermutlich mit dem Ding hier zusammenhängt. Ah, nee, da ist die Chest davon. Ach, da hinten. Moment. Haben wir wieder dieses Problem? Kann ich mich hier erhöht hinstellen irgendwie? Aber dann ist das zu weit weg, oder? So, da. Oh. Kann ich ja noch lange werfen. Ha! Ach, da ist die dritte. Okay. Das ist aber zu weit weg. Das ist wieder so eine scheiß Rennaufgabe, oder? Da. Wo waren die anderen beiden jetzt? Die kann ich von hier aus gar nicht mehr sehen. Moment. Da ist eine und da ist eine. Und dann muss ich da reinlaufen. Oh Gott. Wollt ihr mich veräppeln? Ja, ich weiß. Ach, Mann. Hätte ja auch klappen können, dass er zuerst wirft. Oh, komm. Nein! Och, willst du mich verarschen?
Also wenn ich das nicht in den ersten zwei, drei Versuchen jetzt hier hinkriege, dann cutte ich das Ganze weg. Das sage ich euch jetzt schon mal im Vorfeld, weil ich mich kenne. Ich brauche für sowas immer etwas länger. Oder es klappt beim zweiten Versuch. Okay, perfekt. Nein! Hä? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Die waren alle aus. Ist das jetzt euer Ernst? Jetzt bin ich sauer. Okay, immerhin. Aller guten Dinge sind drei. Bei solchen Truhenrätseln bei mir auch schon mal 26 oder so. So, sie haben zwei von drei Hörnern mit Blutmet gesammelt. Ah, sehr schön. Wahrscheinlich ist eins, fehlt uns jetzt, weil wir da nicht rangekommen sind, bei meinem Glück. So, wir mussten in die Richtung gehen, ne? Mal gucken. Was haben wir jetzt wieder für Strapazen? Schon wieder der Zwerg. Sindri? Okay. Hey, Sindri. Hier lang. Nee, da gehen wir noch nicht lang. Hey, Sindri. Siehst du dir das mal an? Ehrlich? Was ist das denn? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Hier, Junge. Noch eins. Lies mal. Hm, hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Wollte Odin ihr Buch? Das weiß ich nicht. Das sollst du mir beantworten. Okay, dann sprechen wir noch mal kurz mit ihm. Oho, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Okay. Wir sind ja heute wieder sehr redebedürftig. Es geht mich zwar nichts an, aber an deiner Stelle würde ich mir dieses Symbol vom Hals waschen. Es soll uns angeblich schützen. War das gelogen? Oh nein, es ist ja tatsächlich. Ja, das können wir jetzt mal ein bisschen abkürzen. Aber um aus diesem Pigment streichfähige Farbe zu machen, mischt man es mit Keilerurin. Und ist das wirklich besser als der Tod? Das wollte ich mir nicht nochmal anhören. Okay, das können wir uns eh nicht leisten. Genau. Okay, weiter geht's, Junge. Das nennen ihn auch schon, Junge. Wir sind drin. Die auch. War klar. Ja, genau. Okay, ich komme. Moment. Ach, Mist. Ich glaube, das kann ich nur von... Nein, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, doch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das... Nee, das kann ich nicht nur von oben. Womit die wohl verbunden sind. Okay, das ist wohl ein bisschen mehr als das. Ach, da unten ist noch einer. Passt! Ja, aber die hinten kriege ich nicht mit, glaube ich. Ist zu weit weg. Die Frage ist, kriege ich die eventuell, wenn ich näher dran stehe? Ach Mann, das nervt. Wieso klappte das eben so gut und jetzt nicht mehr? Ich geh jetzt erstmal runter. Mir ist das hier zu blöd. Erstmal kämpfen. Gut, dann mal los. Bin bereit und fertig. Wieso dreht er sich nie um? Ja,
Ja, er weicht ja nicht aus. Ich kann ja nichts dafür. Er weicht wieder nicht aus. Ich bin jetzt bereit. Das ist schön. War das in Ordnung? Ja, das nicht war ein bisschen schlecht, spät, aber war auch nicht gut. ja. Muss ich wahrscheinlich von unten werfen, oder? Ich habe doch gerade was gehört. Ja, ich muss von unten werfen. Okay. Das schien mir jetzt irgendwie viel einfacher zu sein. Okay, dann haben wir die Truhe. Mal schauen. Laufen die irgendwie dahinter oder sind die hier irgendwie... Ach, die Viecher schon wieder. Guter Schuss! Bin doch nicht so weit! Doch, doch, du bist so weit. Du bleib, pass auf! Aua! Jetzt noch? Aber auch immer explodieren müssen. Waren das alle? Hä? 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 Boah, das hat mich ja quasi gar nicht geheilt gerade. Scheiße. Ich habe ja aber auch nichts. Ich habe auch nichts mehr, was mich noch heilt. Was denn? Da ist alles kaputt. Was ist das hier die ganze Zeit? Hm. Also hier ist nichts, wo der so gestanden hat. Hm. Kann man da nicht... Doch, ich wollte gerade sagen. Bleibt da so stehen? Da können wir hoch. Das heißt, eventuell können wir hier noch was holen. Ach, da ist noch einer. Okay. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Das sind sogar drei. Hier? Die ist einfach nur zu weit weg, kann das sein? Hä? Die ist tatsächlich zu weit weg, so wie es aussieht. Das ist doch scheiße. Na gut, vielleicht kommen wir da von der anderen Seite ran. Keine Ahnung. Kann man hinspringen? Hm. Ja. Und nu? Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen nach oben, aber... Ah, nee, nach unten. Ah, okay. Nein, bleib unten. Kommt's da durch. Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn?
Tja, das werden wir dann wohl hoffentlich gleich herausfinden. Da. Nein, bleib doch mal unten. Geh doch mal weiter darunter. Ich drück doch auch immer nur in eine Seite. In eine Richtung. Da, noch ein Lichtalb. Was macht er? Er stirbt gerade. Oh nein! Was wird der machen? Wieso töten sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Da. Nächster! Bin soweit. Was mit dem Block geklappt irgendwie nicht? Ich weiß auch nicht. Hallo, wäre schön, wenn du auch deine Axt hättest. Ja, das ist hier super ausgewichen. Alles klar. Nein, du sollst den nehmen, wo ich drauf gezielt hatte. Das Licht ist nahe. Suche einen Weg hinein. Erstmal gucken, ob wir uns ein bisschen heilen können. Ein bisschen können wir. Sehr schön. So. Dann werde ich wieder kaputt machen. Folge mir. Wohin? Zum Licht oder dadurch? Ich würde gerne mal gucken. Aber wahrscheinlich gibt es da nur eine Truhe, denke ich mal, wenn man jetzt darum geht. Oder vielleicht gibt es hier auch gar nichts. Ich weiß es nicht. Dann mal los. Nachtmare. Nachtmare. Sind wir vielleicht doch? Sollten wir doch da den Weg rum? Ich guck mal eben kurz. Aber hier kann man nichts machen, oder? Also das ist einfach nur, dass das Licht hier durchscheint, wenn ich das richtig... Ja, okay. Okay. Pass auf, Vater! Dumm. Nicht allzu schwer. Nö, noch nicht. Die Frage ist, was kommt gleich noch? Okay, unten ist Licht. Da können wir wieder. Weiß ich. Oh, das war auch einer. Ich dachte, das wäre der Kleine. Noch nicht bereit. Leider. Doch, doch, du bist bereit. Ist der eine jetzt explodiert? Nee, das ist nicht explodiert, okay. Das war's? Ihr läppischen... Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Okay, aber zum... Achso, ich dachte, das wäre noch so ein Viech. Zum Heilen haben wir wieder nichts. Oh!
Wege wieder her. Mhm. Ist dir das auch schon aufgefallen? Cleverer Junge. Okay. Heilung, Heilung. Brauche ich die überhaupt noch? Doch, brauche ich noch. Halt mich nur nicht, hä? Puh. Wieso erinnert mich das an dieses eine Spiel mit den Aliens am Ende? Ach du Scheiße. Die soll ich aber jetzt nicht alle machen, oder? Soll ich nicht verarschen? Hier kommen wir durch. Ja, genau. Aber so kommen wir da nicht durch. Oh mein Gott. Ich kann nicht aber nicht alle... Das ist zu viel. Das sieht zu schwer aus. Vielleicht finden wir das Licht noch woanders. Nein, gib mir einen Moment. Nein, ich will keinen Moment. Ich will das Licht woanders finden. Oh mein Gott. Ist das euer Ernst? Da muss ich ja hier 20.000 Versuche machen. Also wenn ich zwischendurch cutten sollte... Atreus, komm her. Komme schon, komme schon. Warum? Moment, der zeigt aber in die Richtung an. Wenn ich zwischendurch cutten sollte, dann liegt das daran, dass ich... ja, ein paar Versuche zu lange gebraucht habe. Okay, hier kann man aber auch nicht besser anvisieren. Oh, wie soll das denn gehen? Also ich mache hier mal ein paar tausend Versuche vermutlich. Und ich denke, ich schalte euch dann gleich wieder hinzu. Ich hoffe zumindest, dass wir das hinkriegen. Ich weiß nicht wie. Hey. Das ist doch nicht normal. Ja, wir werden sehen. Siehst du, ist zu schwierig. Wir sollten gehen. Noch nicht. Moment, die bleiben jetzt weg? Moment. Aber das kriege ich so nicht hin, oder? Kommen wieder. Das heißt, die drei müsste ich dann vermutlich machen. Ah, okay, also man muss nicht alle zusammen. Das heißt aber, das ist das Letzte, was ich jetzt hier noch am Stück machen muss, ja? So ungefähr. Perfekt. Mal schauen, ob wir das noch in dieser Folge hinkriegen. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Sieht mir irgendwie ein bisschen sehr gefährlich aus gerade. Hast du gehört? Sei wachsam und bleib bei mir. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrost? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Ihr war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Ist das schlecht? Wenn eins das andere verhindert. Das ist Schwachsinn, was der da erzählt. Still! Ich hab ihn! Dein Messer, Junge! Das war ein Jumpscare! Ich hab mich tatsächlich erschrocken. Das war knapp. Ja, ne? Bleib ganz in meiner Nähe, Junge.
Das werde ich. Kann ich auch mal was sehen oder an dir vorbeigehen? Oh Gott. Oh, das ist so klebrig. Ich befürchte, dass wir irgendwie in was ganz Großes, noch Ekliges reinkommen. Zurück. Das Licht! Ja, wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Wir sind fast am Ziel und ich wollte eigentlich die Folge schon längst beenden. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Da, wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen also schnell sein. Ist gut. Das wird jetzt eine sehr lange Folge heute. Ihr müsst tapfer sein. Wieso kann ich nicht mehr zielen? Hallo? So. Spring, Junge! Ja! Pass auf! Da sind sie! Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke! Jawohl! Ja! Hallo! Wer ist mit zuschlagen? Es sind so viele! Schieß weiter, Junge! Ich mache uns den Weg frei! Verkürze die Zeit zwischen deinen Schüssen! Nicht Präzision geht vor Tempo! Es sind viele Ziele! Du schießt nicht vorbei! Oh, ich kann hier gar nicht sehen, das ist so nah dran. Schmaler Weg gleicht die Überzahl aus. Konzentrier dich. Ach stimmt, ich kann ja... Hab ich total vergessen. Ja, mach das B. Mann. Junge! Bist du verletzt? Nein! Wow! Es ist wunderschön! Das Licht! Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Hey, es singt. Ich höre sie! Ich hab's dir doch gesagt! Ist sie denn da drin? Ah! Ah! Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich... Bleib hier. Setz sie nur im Notfall ein. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem... So.
Was ist das? Faye? Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Ah, ich kann mich bewegen. Ja, also das scheint dann doch nochmal ein etwas größerer Abschnitt zu werden, denke ich mal. Nie ist er hier. Deswegen will mich nicht und wird es nie tun. Halt doch mal die Klappe. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.